Aufbau eines modernen, drahtlosen und minimalistischen Desktops. Die Zusammensetzung einer sauberen, minimalistischen Schreibtischeinrichtung ist eines der besten Dinge, die du für dein Heimbüro tun kannst. Ein einfacher Arbeitsbereich kann helfen, deine Produktivität zu erhöhen. Um deinen modernen, drahtlosen Schreibtisch zusammenzustellen, werden die folgenden Bestandteile benötigt: eine PC-Halterung unter dem Schreibtisch, ein drahtloses Ladepad, eine drahtlose Tastatur, versteckte Lautsprecher, eine drahtlose Maus, einen 3D-Stift, eine Monitor-Tischhalterung und eingebaute höhenverstellbare Schreibtischsteuerung. Schauen wir uns nun an, wie man alles einrichtet. Installiere zunächst die Monitor-Tischhalterung. Es spart dir viel Platz und resultiert in einer sauberen gesamten Einrichtung. Du erhältst mehr Platz für andere Gegenstände. Du kannst noch die Höhe, den Abstand und die Neigung des Bildschirms entsprechend deiner körperlichen Bedürfnisse einstellen, sodass du bessere Ergonomie erzielen kannst. Als nächstes installiere die PC-Halterung unter dem Schreibtisch. Setze dann deinen PC in die Halterung und stelle die Halterung auf die gewünschte Position ein. Das befreit deinen Schreibtisch und deine Bodenfläche für leichtere Reinigung. Sie schützt deinen PC auch vor Verschüttungen, Eulen und Staub. Eine drahtlose Tastatur und Maus werden für einen drahtlosen, minimalistischen Desktop bevorzugt, um Kabel zu vermeiden. Ein wesentlicher Bestandteil eines minimalistischen, drahtlosen Desktops ist das drahtlose Ladegerät, welches eine äußerst praktische Vorrichtung ist. Mittels DIY-Maßnahmen kannst du einen Hohlraum in der Größe deines drahtlosen Ladepads auf der Unterseite des Tisches ausschneiden. Dann sicherst du dein Ladepad innerhalb des Hohlraums. Nun hast du einen Tisch, welcher dein Telefon aufladen kann. Zusätzlich zum minimalistischen Stil ist die Funktionalität ebenfalls wichtig. Du kannst zwei halbversteckte Lautsprecher unter dem Bildschirm durch DIY-Maßnahmen installieren. Nimm zunächst die Maße der Lautsprecher und zeichne eine Kontur auf dem Schreibtisch, welche ein bisschen kleiner ist. Bohre ein Loch innerhalb des umrissenen Bereichs und schneide dann einen Hohlraum mit einem geeigneten Werkzeug entlang des Umrisses aus. Setze die Lautsprecher so in die Hohlräume ein, dass die Lautsprecher mit den Kegeln nach oben an der Seite aufgehängt sind. Damit ist dein verstecktes Lautsprechersystem fertig. Eingebaute höhenverstellbare Schreibtischsteuerungen spielen natürlich eine wichtige Rolle bei der kabellosen Gestaltung deines Schreibtisches. Ähnlich wie bei den versteckten Lautsprechern, nimm zunächst die Maße der Schalttafel. Zeichne eine Kontur mit diesen Maßen auf dem entsprechenden Punkt auf dem Tisch. Schneide einen Hohlraum für die Schalttafel aus, indem du ein geeignetes Werkzeug verwendest. Vergiss nicht, die Ränder des Hohlraums zu glätten. Und installiere dann die Schalttafel mit den Steuerungen nach oben. Die eingebauten Steuerungen sorgen so für ein erstklassiges Aussehen. Die kabellose Einrichtung des Desktops ist grundsätzlich abgeschlossen. Was noch zu organisieren ist, sind die Kabel unter dem Schreibtisch. Für Kabelverwaltungslösungen kannst du den 3D-Stift verwenden. Nimm zunächst einen gewöhnlichen Stift heraus. Benutze dann deinen 3D-Stift, um eine Spirale um den Korpus des gewöhnlichen Stifts zu zeichnen. Nach der Abkühlung kann die Spirale aus dem Korpus entfernt werden und ist dann elastisch. Du kannst Spiralen mit unterschiedlichen Längen und Dicken entsprechend deinen Bedürfnissen zeichnen. Lege die Spirale um die Kabel, die geführt werden müssen. Damit ist deine Kabelverwaltung abgeschlossen. Deine saubere, minimalistische und funktionelle Desktop-Einrichtung ist fertig. Die verstellbare Höhe ermöglicht es dir, abwechselnd im Sitzen und im Stehen zu bleiben, was die Arbeit von zu Hause aus viel gesünder macht. Was hältst du von dieser Einrichtung? Lass es mich in den Kommentaren wissen.